ziemlich eindrücklich, so das ganze Bullen. Wir zeigen euch, wie ihr es richtig zerteilt. Für ein Bullen zu zerlegen, braucht ihr eine Geflügelschere oder ein richtig scharfes Messer. Zuerst schneidet ihr den Schenkel ab. Schneidet den Rumpf nach und trennt es genau beim Gelenk durch. Dann zerteilt ihr die Ober- und Unterschenkel. Jetzt schneidet ihr vor Mitte auf beiden Seiten die Bullenbrüste ab. Einfach säuferlich den Brustbein entlang schneiden. Und am Schluss noch die Flügel. Die schneidet ihr vom Rumpf, gleich wie die Schenkel. Tipptopp. Und ab damit auf den Tisch. Ein Güte zusammen.